Yo, Peace Leute, willkommen zurück zum Minecraft Let's Play im Hardcore-Modus. Boah, es leckt ein bisschen, die Welt baut sich gerade noch ein bisschen auf. Jo, wir haben immer noch nachts, wie ich sehe. Die Hütte steht ja immer noch nicht. So. Ich glaube, die Kobbels sind uns auch ausgegangen. Nehmen wir jetzt sofort nach der Klassenfahrt am nächsten Tag sofort wieder auf. Damit ihr natürlich heute Abend sofort wieder ein Video habt. Beziehungsweise ich versuche halt, immer pro Tag halt einen Minecraft-Hardcore-Modus Folge rauszubringen und dann halt im Wechsel Lost Worlds und Gothic. Oder eventuell auch beides. Und ja, so, ich denke mal, dass ich jetzt erstmal meinen ganzen Inventar hier ausmiste, bevor ich irgendwie mich nach draußen begebe. Pfeile haben wir nicht, doch vier Pfeile haben wir. Also können wir uns, denke ich mal, schon nach draußen begeben. Den Ofen. Wir haben noch einen Ofen. Haben wir nicht noch eine zweite Workbench gehabt? Ich glaube nicht. Den Ofen stellen wir jetzt einfach mal ganz schnieke. Kann man den Ofen hinstellen? Wo mache ich überhaupt die Tür hin? Ich weiß es nicht. So, ich glaube, den Ofen stelle ich einfach mal dahin. So, da steht er, denke ich mal, ganz gut. Da hier kann man halt die kleine Werkbank machen, wie auch immer. Da kann man da noch eine. Habe ich jetzt gerade irgendwie was gehört? Halluzination natürlich. Und ich habe natürlich auch schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Egal, hier kann man auf jeden Fall so eine schöne Werkbank machen. Ich hoffe, ihr seht das im Dunkeln. Am besten setze ich auch mal ein paar Fackeln. Wäre, denke ich mal, auch mal endlich mal hier angebracht. So. Dann seht ihr auch mal endlich mal was hier. In dem schnieken, ne? Häuslein. So, das hellere Holz müssen wir auch noch mal besorgen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche Bäume das jetzt alles waren. Warum jetzt erstmal unser Inventar auf? Boah, ich bin immer ein bisschen krank. Das hört man wahrscheinlich, dass ich total aus dem Hals raus rede und pro Sekunde mindestens 20 Liter Schleim aus meinem Mund fließen. Also entschuldigt, wenn ich ein bisschen gekränkt klinge. Aber das kann man leider gerade nicht verhindern. Die Eimer brauchen wir nicht. Aber gut, dass wir schon mal Eimer haben, dann müssen wir uns nicht welche zusammenbasteln. Weil ich glaube, Eisenblöcke haben wir jetzt auch nicht da. So. Dann könnte ich jetzt mal hier das Fleisch hin tun und da die Holzkohle. So, dann haben wir wenigstens schon mal was zu futtern. Die Spitzhacke. Hier haben wir das Steinschwert. Genau, das habe ich gesucht. So, wo machen wir denn? Fein ist die Tür. Ich glaube, die mache ich einfach mal hier hin. Oder? Oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich mache jetzt einfach wirklich die Tür dahin. Machen wir hier auch mal so einen schönen Holzeinstieg, bevor es in die Hütte reingeht. Und dann hoffe ich mal, dass jetzt erstmal kein Zombie oder so kommt. Ja, wir haben nur noch ein Fichtenholz. Das reicht natürlich vollkommen für eine Tür. Daher nehme ich jetzt erstmal ein bisschen Erde. Und dann trauen wir uns mal im Dunkeln nach draußen. Aber ich glaube, der Mond geht doch gleich unter. Was haben wir denn da hinten Feines? Ist das ein Skelett? Oh. Fängt natürlich auch wieder super an jetzt. Ja, trifft das. Ach, das Zombie-Teil. Wie sieht er aus wie eine Mumie? Auch cool. So. Ja, ein bisschen Spannung mit ins Let's Play bringen natürlich. So. Ach, da oben haben wir noch Schwein. Ich denke mal, da begebe ich mich auch mal hin. So. Ist doch Fleisch noch. Wow! Ach du Scheiße. Ja, zu dir möchte ich nicht, Skeletor. Ich möchte eigentlich nur die schönen Schweinchen hier haben. Nom nom nom. So. Boah, ich glaube, das ist auch erst das erste Mal, dass ich auch direkt nach dem Aufstehen aufnehme. Ich bin halt gerade aufgewacht, verhältnismäßig für mein Verhältnis. Verhältnismäßig für mein Verhältnis, oh Mann. Flieg. Eigentlich ziemlich früh um 10 Uhr morgens. Und ja, normalerweise bin ich ja auch Langschläfer, schlaf dann auch mal gerne bis 3 Uhr nachmittags in den Ferien. Und jetzt komm, stirb doch hier und klimper hier nicht einfach dich hin. Mensch. Also verhältnismäßig sehr, sehr früh aufgestanden. Wir haben jetzt heute Samstag. Und ja, klar, wir haben Wochenende und alles, da darf man da, denke ich, mal ein bisschen länger schlafen. Aber trotzdem, dass ich gleich um 10 Uhr schon aufnehme,
Das ist echt hart, wirklich. So. Bam, stirb. So. Ich wollte jetzt auch nicht so lange aufnehmen, weil ich gerade, ehrlich gesagt, auch ein bisschen Hunger habe. Wollte mal gleich ein bisschen rausgehen. Und dann heute Abend, beziehungsweise heute Nachmittag, wieder ein bisschen aufnehmen, weil ich denke mal, heute Abend steht ein bisschen was an. So rausgehen, Freunde und so. Und ja, dann einfach mal schauen, wie es wird. Wollte ich jetzt mal meine Hütte da hinten? Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ach ja, wir haben ja schon wieder hell. Gibt es hier irgendwo sowas wie Bäume? Das wäre, denke ich mal, ganz schön. Oh, guck mal, da haben wir Kohle. Cool. Die nehmen wir natürlich mal sofort mit. Guck mal, da haben wir auch sofort Leben. Ich glaube, soll ich das auch mitnehmen? Klar, ich denke mal, ich nehme das mit. Ich weiß zwar nicht, wofür wir den jetzt gerade noch gebrauchen könnten. Was willst du denn hier? Tut mir leid, ich muss dich leider umbringen, aber... ja. Scheiß Wasserzufuhr. So. Kohle. Ja, da haben wir jetzt auch endlich mal wieder ein bisschen kleinen Kohlevorrat, weil unsere 3 Holzkohle hätten jetzt wirklich nicht gereicht. So. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass mein Mikro, was ich jetzt halt neu habe, so gut jetzt bei euch angekommen ist. Wie gesagt, ist nicht das Allerbeste, aber endlich mal rauschfrei pur. Und ja, das ist auf jeden Fall mal was ganz Feines. Ist das echt hier Lehm? Tatsächlich. Ist jetzt nur echt ein Lehm gewesen? Och man, also könnte ich glaube ich jetzt ein Ziegel oder so machen, oder? Warte mal, da hinten ist ein... Spanken! Ich glaube, da hinten ist ein normaler Baum, oder? Boah, hier ist ein normaler Baum, sehr gut. Weil bevor ich jetzt irgendwie das andere Holz da benutze, da, hier dieses Dschungelbaumholz, wie auch immer, möchte ich halt lieber mal dieses Holz hier noch benutzen. Letzte Dinge habe ich doch eigentlich auch davon, oder? Davon habe ich doch sicher... Boah, wieso drücke ich auf ESC? Habe ich davon keine Setzlinge? Ey, klar, ich muss doch irgendwo Setzlinge haben. Ja, ich baue das erstmal am besten lieber nicht mit einer normalen Dingens ab. Mit einem Schwert, beziehungsweise Axt. Also Äpfel fallen auf jeden Fall runter. Nur ich bräuchte jetzt auch endlich mal ein Setzling. Weil das Holz brauche ich noch für die Zukunft und so. Kaminfeuer und so. Sehr umweltfreundlich. Da oben liegt doch einer. Also immerhin ein Eichensetzling. Ich glaube, das ist sogar Eiche. Ich weiß es gar nicht. Ich kenne mich jetzt nicht so gut mit Bäumen aus. Die Bäumerkenner unter euch können mir die Frage dann sicherlich beantworten. Guck mal, da haben wir doch schon mal 2. So. Da siehst du, das läuft doch schon mal ein bisschen gut voran. Ach, mal sogar 3. Ach, siehst du, läuft doch. Wie viel haben wir jetzt? Dürften eigentlich auch sogar 4. Na, siehst du, läuft doch. Die Pflanze war dann, denke ich mal, auch mal vor der Hütte, damit wir so einen kleinen Garten haben. Und ich könnte mich dann auch gleich schon mal ins Getreidefeld machen, damit wir auf jeden Fall Brot forever und so haben. Brot forever, das hört sich auch an. Ich könnte da so eine kleine Brotstiftung oder so aufmachen, das wäre doch auch mal was ganz Feines. So, warte mal, ich habe doch irgendwo auch Glasscheiben gehabt, oder habe ich die schon wieder weggepackt? Dann könnte ich gleich nämlich schon mal... Warte, ich hätte doch gleich eben Cobbles farmen können. Wie viel habe ich denn jetzt? Wahrscheinlich 5 oder 1. Seht ihr mal wenigstens vor der Tür. Was wollte ich gerade sagen? Brotstiftung oder so? Ich habe keine Ahnung. Ich habe schon wieder total vercheckt hier. Egal, ich mache einfach irgendwann eine Brotstiftung auf und dann läuft das schon. Und dann könnte ich ja natürlich halt, ja, so eine Minecraft-Organisation starten. Brot für Minecraft. Ja, das wäre mal voll die coole Idee. Ich mache das einfach so. Keiner kann mich dran hindern. Oh, mein Hals suppt auch echt voll. Mensch, ey. So, ich wollte jetzt auch nach der Klassenfahrt jetzt nicht irgendwie unnötig Pause machen, nur weil sich mein Hals ein bisschen verschnupft anhört. Aber, ach Quatsch, ich kann immer aufnehmen, egal ob ich mit 44 Grad im Grad Fieber im Bett liege, auch wenn ich dann, denke ich mal, nicht mehr so lebendig wirke. Kann ich ja trotzdem noch aufnehmen. Werde ich dann natürlich auch sofort machen. Alles natürlich nur euch zuliebe und dem Spaßfaktor natürlich zuliebe. So, wo könnte ich denn jetzt das feine Getreidefeld hinmachen? Weil ehrlich gesagt stört mich dieser Berg da. Aber ich möchte ihn jetzt nicht ganz abtragen. Deshalb halte ich das mal hier ein bisschen kleiner und setze das Getreidefeld mal, denke ich, dahin auf ein anderes Plateau und baue da so einen schnieken Weg hin. So. Oh shit, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich aufnehme.
Ich wollte eigentlich jetzt eine 15 Minuten Folgen wollte ich machen, genau. Und ich habe mal natürlich wieder in Fraps vergessen, das richtig einzustellen. Verdammt, ey. Egal, das läuft schon. Dann wird die Folge eben nur 10 Minuten lang oder so. So, ich glaube, das Getreidefeld brauche ich dann hier hin. Ja, ich denke mal, das ist so ein schnieker Ort dafür. Mache ich einfach. So. Haben wir auch wieder ein bisschen Erde auf Vorrat. Ist auch immer wieder was Schönes, so eine Tonne Erde zu haben. So. Autsch. Aber dann setze ich mal hier ein bisschen Erde hin. Und ich glaube, ich muss mal was... Ton? Ach, Ton! Was lese ich denn da? Ich dachte, das wäre das Brot. Verrottetes Fleisch, rohes Rind. Was habe ich denn da gerade in den Ofen getan? Da geht's hoch. Ach, Schweinefleisch ist das, verdammt. Ich bin schon wieder viel zu vercheckt. Ich glaube, ich hätte noch 2 Stunden im Bett liegen sollen, bevor ich aufnehme. Rohes Rindfleisch, rohes Fleischfleisch, rohes Rindfleisch. Habe ich nicht gerade irgendwie was gedingst? Rohes Rindfleisch, Leder. Ich erkenne die Texturen immer noch nicht so wirklich. Sattel, verrottetes Fleisch, rohes Fleisch, Samen. Haben wir echt nur 7 Samen? Ich dachte, wir hätten mehr. Ach, da Steak. Boah, ich bin doch echt zu dumm zum Scheißen, ey. Meine Güte. Ja, normalerweise nimmt das ja auch Steak und nicht irgendwie geoftes oder was weiß ich was, gebratenes Rindfleisch. Steak klingt da schon ein bisschen realistischer. So. Aber wie weit baue ich das denn jetzt noch aus hier? Ich glaube, das mache ich einfach mal bis hier hin. Machen wir einfach mal hier so eine Markierung durch. So. Das soll natürlich auch natürlich aussehen. Fuschanbau geht mal gar nicht, deshalb baue ich hier unten alles zu. So. Boah, ich glaube, vor der nächsten Aufnahme, die hier nach, werde ich erstmal einen schönen Kamillentee oder Pfefferminztee trinken. Boah, was gerade auf meinen Hals geht, geht mal gar nicht. Oh, Mann. Wo wollte ich das jetzt machen? Hier, genau. Das alles auf eine Ebene. Das Loch hier mal eben schnell zumachen. So, dann trage ich jetzt hier noch ein bisschen was ab. War da so gleich eine schnieke Treppe dahin. So, weil so groß muss unser Getreidefeld ja auch nicht sein, weil ich denke mal, wenn wir hier unser kleines Lager aufgeschlagen haben, werden wir uns natürlich sofort auf die nächste Höhlenerkundung begeben. Sobald wir halt genug Brot und so haben und Verpflegung und das ganze Zeugs halt, was man halt für eine Erkundung halt braucht. So, haben wir hier schon mal eine schnieke Treppe. Ach, guck mal, für die Größe reicht das doch auf jeden Fall für ein Getreidefeld. So. Machen wir das auch noch so hier. Machen wir das hier auch nochmal zu. Dann sieht das doch alles ganz schnieke aus hier. So, dann würde ich mal sagen, wie machen wir das denn jetzt hier? Erstmal brauche ich eine Hake, beziehungsweise erstmal eine Schaufel, haben wir ja noch, aber ich glaube, ich bräuchte mal auch endlich mal wieder eine neue. Oder haben wir irgendwo noch eine Schaufel? Ja, noch Äxte? Nein. So, Stock. Jetzt haben wir natürlich keinen Cobblestone, deshalb hole ich mir jetzt erstmal Cobblestone, bevor wir hier weitermachen. Ich muss einmal ganz kurz was trinken. Sonst sippt mein Hals hier ganz zu. So, wo könnten wir dann am besten Cobblestone besorgen? Muss es doch hier irgendwo am Berg geben, oder? Guck mal da hinten. Bei unserem kleinen Dungeon, den wir gefunden haben. Da können wir eigentlich auch ganz gut dann Experience farmen, falls wir da mal irgendwann einen Verzauberungstisch haben. Das wäre, denke ich mal, auch ganz schnieke. Mal die Dings, das könnte ich natürlich hier auch erstmal abbauen. Oh, da habe ich dann natürlich noch Sachen untergelagert, glaube ich. Gut, Inventar ist auf jeden Fall jetzt schon voll. Na egal, farm hier erstmal ein bisschen Cobbles. So. Dann dürfte doch hier eigentlich eventuell auch eine Höhle in der Nähe sein, oder? Ich kann mir ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen, dass hier diese Dungeons einfach komplett, wenn man sich komplett runtergräbt und außenrum überhaupt keine Höhlen sind, halt, ja, versteht ihr, was ich meine? Halt, dass es halt irgendwo in der Nähe halt hier eine Höhle sein muss. Also ich hoffe es mal, dann wäre hier halt direkt vor der Haustür auch eine schnieke Höhle.
Ja, und den Cobblestone kann ich natürlich nicht mitnehmen. Fichtensetzling, Sand. Ach, komm, das Schwarzpulver. Weil ich brauche ja erstmal nur ein 64er Stack. Das reicht ja dann auch erstmal. Aber ja, mir erstmal eine schnieke Feldhacke bauen, dann können wir den Boden im Haus fertig machen. Dann baue ich erstmal das Feld. Und während das Feld dann gedeiht und wächst und Brot für unsere Minecraft-Stiftung bringt, können wir dann ja halt erstmal uns um das kleine Feldchen kümmern. Ich merke gerade, ich bin gerade zu konzentriert hier. So, musste gerade noch mal kurz auf mein Handy schauen. Also Brot für die Stiftung machen und dann können wir uns ja. Ich glaube, es wird dunkel, verdammt. Boah, ich bin gerade total vercheckt hier. Wie viel Kobolds haben wir? 2,50 reicht. So, be genau. Jetzt habe ich den Faden wieder gefunden. Bevor wir halt, ouch, wenn wir das Getreidefeld halt fertig haben, dann können wir uns natürlich sofort ans Hausbau setzen, dann ein schniekes Dach halt sofort draufsetzen und dann haben wir auf jeden Fall hier schon mal ein kleines Haus. Dann würde ich mal sagen, brauchen wir uns noch eine kleine Lagerhalle und alles. So, machen wir so. Können wir jetzt eigentlich schon schlafen? Ich hoffe es mal. Wenn nicht, dann werden wir es ja merken. So. Num, 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 num. Guten Morgen, Welt. So. Dann denke ich mal. Enderman. Ich hörte nur noch an. Wupp. Und ja. So, was wollten wir jetzt dann hier nochmal Schniekes bauen? Eine. Ich packe jetzt mal das ganze Zeugs hier rein. Da brauchen wir doch alles gar nicht. Pflastersteiner Boot brauchen wir gar nicht. Die Kohle brauchen wir. Das Boot brauchen wir doch gar nicht. Die Truhe brauchen wir. Das Spinnenauge, das Eichensetzling sollte ich mal gleich vielleicht mal setzen. Den Turm brauchen wir nicht. Das Steak brauchen wir natürlich. Zwei Erde. Können wir das nicht mit irgendwas decken? Oder haben wir die ganze Erde schon verbraucht? Ich glaube schon. Das Knochenzeugs brauchen wir nicht. Die Glasscheibe brauche ich mir mal eben. Boah, ich habe Angst, dass ich das Endermetall gerade angucke. Ja, jetzt ist das endlich weg. Boah, die Fenster sehen eigentlich auch ganz cool aus, finde ich. So. Hätten wir hier wenigstens schon mal ein paar Fenster. So. So. Boah, das halbe Haus hier, das gefällt mir ja gar nicht. Ach, das wird schon noch. So, bauen wir hier noch eine Truhe hin. Und damit es, denke ich mal, ein bisschen gemütlicher aussieht, können wir das so machen? Ich denke mal schon. Machen wir einfach. Und ich wollte jetzt schon wieder aufs Haus rausgehen. Mensch, Verchecktheit pur hier mal wieder. So, den Boden hier noch fertig machen. Haben wir den Boden hier wenigstens schon mal fertig. Ich brauche es auch nicht tausendmal noch erwähnen, dass ich den Boden fertig habe. So, Stickies, wollen wir die Stickies, wollen wir die Stickies, 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 Stickies. Glasscheibe. Leder. Ich erkenne es bei den Texturen mal gar nicht da. Och, Mensch, ey. So, und Pflasterstein. Machen wir erstmal eine schnieke Feldhake. Oder erstmal zwei schnieke Feldhaken. Und dann begeben wir uns mal fix ans Werk. Erstmal noch eine Schaufel. So. Haben wir die Eimer noch dabei, weil dann denke ich mal, nehme ich auch mal fix die Eimerchen mit. Und bevor wir jetzt das Feld beginnen, sammle ich erstmal ein bisschen Wasser. Wo haben wir denn hier Wasser? Irgendwo hatten wir doch Wasser. Wasser, Wasser, da unten. So. Wasser, Wasser, Wasser.